Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warum Stand-Up. Mein Name ist Michael Mauder und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gehen wir mal nach Köln, denn dort durfte ich letztes Wochenende mal wieder zwei Abende hintereinander im sagenumwobenen Wirtshaus im Ateliertheater in Köln spielen. Und zwar ist es für mich immer was ganz Besonderes, weil es immer so kleine Auftritte sind, bei denen man mal Soloprogramm Luft schnuppern kann. Das sind Auftritte, da spielt man zweimal 20 Minuten und draußen steht ein Plakat mit deinem Namen drauf. Und das ist, da fühlt man sich immer schon ganz wichtig und ganz besonders. Allerdings muss man sich auch darum kümmern, dass dann diese 40 Minuten die Stimmung auch da ist. Man hat keinen Moderator oder irgendwelche anderen Kollegen, die einem helfen, sondern da ist man komplett auf sich alleine gestellt und lernt, worauf es bei einem Soloprogramm ankommt. Und mit meinem heutigen Gast habe ich mich auch genau darüber unterhalten. Und zwar ist das Alexandra Schiller. Alexandra Schiller ist jetzt schon seit einiger Zeit unterwegs und auch bei allen deutschlandweiten Mixed-Shows schon aufgetreten. Wir sind uns regelmäßig über den Weg gelaufen und jetzt, als ich wieder in Köln war, habe ich sie eingeladen, mit mir eine Folge aufzunehmen. Und wir haben sehr viel über das Wirtshaus gesprochen und über den Umgang mit unruhigem Publikum, der dir da gerne mal vor die Nase gesetzt wird. Und wie sie damit umgeht und was sie im Wirtshaus schon so erlebt hat und warum sie dort gerne und oft spielt. Und natürlich auch über ihren persönlichen Werdegang und über ihre persönlichen Ziele haben wir uns viel unterhalten. Übrigens, ich habe das Thema Wirtshaus aufgebracht, da wir das Gespräch zwischen meinen beiden Terminen aufgenommen haben, tagsüber am Samstag. Und ich beim ersten Termin einige Probleme hatte, über die wir auch kurz uns unterhalten haben. Allerdings muss ich sagen, der zweite Auftritt, der dann nach diesem Gespräch stattfand, war dann das exakte Gegenteil. Doch durfte ich vor über 50 Leuten spielen und das hat einfach nur Spaß gemacht. Da war keinerlei Unruhe und ein sehr, sehr freundliches und konzentriertes Publikum. Deswegen freue ich mich jetzt schon, im Juni wieder im Wirtshaus spielen zu dürfen. Aber jetzt erstmal gehen wir zurück zum letzten Wochenende und nach Köln zu meinem Gespräch mit Alexandra Schiller. Viel Spaß. Das ist Köln, das ist die Südstadt. Ich bin hier in meinem kleinen, aber feinen Hotelzimmer mit Blick über die Hinterhöfe Kölns. Und ich bin hier nicht alleine. Bei mir ist eine junge Dame, sie nennt ganz Deutschland ihr Zuhause. Sie ist als Schauspielerin und Synchronsprecherin unterwegs und natürlich auch als Stand-Up-Comedian. Es ist niemand Geringeres als Alexandra Schiller. Großen Applaus. Irgendwann muss ich das mal vor Publikum aufnehmen, weil ich ende immer meine Anmoderation mit großer Applaus. Muss ich jetzt selber applaudieren? Dankeschön. Nee, das haben schon andere gemacht und das war genauso peinlich. Ach so, okay. Ja gut, dann lasse ich das sein. Ich hätte jetzt eben nur so Schenkelklopfer machen können. Genau. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein, in deinem Hotelzimmer. In meinem Hotelzimmer, ja. Nee, wir wollten es in der Lobby machen, aber das war mir zu laut. Hier haben wir nur seltsame Aufzugstörgeräusche. Ja, wann hat auf jeden Fall funktioniert, der Plan, mich in dein Zimmer zu locken. Ja gut, jetzt ich habe auch kurz drüber nachgedacht, ob das seltsam ist, dich zu fragen, ob du erstmal mit mir aufs Hotelzimmer kommen möchtest. Aber dann dachte ich mir, nein, ist nicht seltsam. Wir sind in einer emanzipierten Gesellschaft. Nein, wenn man in so ein Hotelzimmer kommt, dann ist da ganz viel Technik aufgebaut. Am besten noch eine Kamera, da macht man sich ja gar keine Sorgen. Ja, ich bin froh, dass ich diesen Podcast nicht mit der Kamera aufnehme. Ich auch. Sonst wäre das wirklich seltsam geworden. Ah, schön, sind wir so gleich in der richtigen Stimmung. Genau. Aber wir sind hier in Köln. Ist das, bist du noch in Köln zu Hause oder warst du jemals in Köln zu Hause? Ich fühle mich in Köln zu Hause auf jeden Fall. Ich habe hier 6 Jahre lang gewohnt und habe dann einen kurzen Abstecher nach Berlin gemacht für ein paar Jahre. Und jetzt suche ich gerade eine Wohnung in Köln wieder. Und wenn ich jetzt die gleiche Wohnung, die ich vor 3 Jahren hier aufgegeben habe, nochmal anmieten würde, würde ich jetzt locker 200 Euro mehr bezahlen. Das ist krass, wie die Preise gestiegen sind in den letzten Jahren. Ja, und deswegen bin ich schon seit einem Jahr quasi wieder hier im Rheinland und habe mir gedacht, ich ziehe zu meinen Eltern, weil von da aus kann ich ganz easy suchen. Und jetzt bin ich da seit einem Jahr. Langsam merke ich krass, wie schnell so ein Jahr rumgeht. Und das ist aber ganz cool, ich habe einen Dachboden für mich, also ich habe da schon auch genug Privatsphäre, aber ja, das ist in Aachen, also es ist ungefähr eine Stunde von hier entfernt, okay. Ja. Aber in dem Jahr ist auch viel passiert wahrscheinlich, wo du jetzt bei deinen Eltern wohnst. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Die erste Frage ist traditionsgemäß nämlich immer, erinnerst du dich an deinen allerersten Comedy-Auftritt? Ja,
Okay, das war's. Das war's für heute. Ich kann Fragen auch sehr kurz beantworten. Nee, wann oder wo war das denn? Das war ungefähr vor 2,5 oder 3 Jahren. Das war auf jeden Fall in Berlin in der Scheinbar. Mhm. Kennst du die? Ich war noch nie da, aber ich habe schon auch im Gespräch mit Philipp Uckelt schon viel drüber gesprochen. Weil das ja so dass der Anfang auch für die Jungs damals in Berlin auch war. Ja. Und wie war das? Also, es war ganz schön. Also, ich wollte eigentlich, jetzt muss ich weiter ausholen. Mhm. Gerne. Weil es hatte sich so ergeben, ich wollte eigentlich nie Stand-up-Comedy machen oder habe mich nie damit auseinandergesetzt oder damit beschäftigt, weil ich vom Schauspiel komme. Und ein Freund von mir, der ist Kabarettist und hat irgendwann gesagt, Alex, du wolltest du, also, nein, ich muss noch weiter ausholen. Ich habe mal für einen anderen Kabarettisten gearbeitet, habe für ihn so Merchandise gemacht und bin so mit auf Tour gewesen. Und der ist recht bekannt und hat dann immer wieder gesagt, Alex, mach doch auch Stand-Up-Comedy, so, du kannst das. Und ich so, nee, kann ich nicht. Und das hat irgendwie gar nichts mit der Schauspielerei zu tun. Und irgendwann habe ich aber gedacht, gut, wenn er das immer wieder sagt, vielleicht sollte ich mal anfangen, so ein paar Ideen aufzuschreiben. Und dann habe ich das gemacht, aber hätte mich nie auf die Bühne getraut, wenn ich dieser andere Freund von mir gesagt hätte, so Alex, ich spiele in einer Woche in der Scheinbar in Berlin, du hast bis dahin 7 Minuten und kommst mit. Und das war ganz gut für mich, weil ich kann unter Druck ganz gut arbeiten. Und dann habe ich das irgendwie gemacht. Und das war eigentlich meine größte Angst, auf die Bühne zu gehen unter dieser Prämisse, es muss jetzt witzig sein. Ja, dann habe ich das gemacht und es war, also die Leute haben ein paar Stellen gelacht und dann habe ich gemerkt, wie geil das Gefühl ist, wenn die Leute tatsächlich lachen. Ja, und deswegen war es ganz gut. Und da habe ich gedacht, da musst du weiter dran arbeiten. Das ist ja sehr schön. Aber das auf die Bühne gehen, das war ja nicht neu für dich. Oder du hast ja, das machst du ja schon immer. Du hast ja als Schauspielerin, wie lange bist du jetzt als Schauspielerin schon professionell aktiv? Ich habe 2012 schon meinen Abschluss gemacht. Also schon sehr lange her. Mhm. Und da habe ich jetzt nie so den großen Durchbruch gemacht, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Also ich habe sehr viele Kurzfilme gemacht, auch ein paar Fernsehsachen, noch ein paar Filme, die man sich so angucken kann. Aber jetzt, also ich habe mich da auf Filmen wirklich fixiert oder es hat mich mehr interessiert als die Bühnenarbeit. Mhm. Bin wirklich weg von der Bühne, weil ich davor nämlich Tanz studiert habe und da hatte ich schon so ein bisschen die Schnauze voll von der Bühne. Und dann kam dieser Filmbereich dazu und mit der Stand-Up-Comedy habe ich die Bühne quasi für mich wiederentdeckt und gemerkt, ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich das fast vermisst habe. Das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, als ich wieder auf der Bühne stand und gemerkt habe, wie geil es ist, wenn du dieses Feedback wirklich direkt bekommst. Du kriegst ja direkt gespiegelt, ob das jetzt gut ist oder nicht. Oder ne, also diese Energie von den Leuten. Ich finde, das gibt einem auch total viel. Also ich komme mal von Hölzchen auf Stöckchen, du musst mich einfach unterbrechen. Nee, alles gut. Darfst doch gerne einfach eine halbe Stunde erzählen. Nein, das wäre ich in Ordnung. Ich möchte deine Stimme auch ein bisschen. das mit Stand-Up, es ist ja eine faszinierende Kunstform. Viele Leute scheuen sich ja ein bisschen davor, weil das eben so roh ist und du so alleine dastehst und nur ein Mikrofon hast. Bei dir ist das ja, also du hast gesagt, du hast Tanz studiert und auch Schauspiel, warst auf der Schauspielschule und so. Das heißt, das Performen ist bei dir schon in die Wiege gelegt worden oder wie war das bei dir? Ja, tatsächlich lustigerweise in die Wiege gelegt worden, weil meine Eltern auch von der Bühne kommen. Also mein Papa lebt nicht mehr, aber der war Schauspieler auch, in Russland allerdings, am Theater. Und meine Mutter ist Organistin gewesen, also spielt Orgel und hat das auch in Russland. Ist es so, hier in Deutschland kannst du ja nur in den Kirchen spielen. So. Deswegen macht sie das nicht mehr, weil das ist nicht ihr Ding. Aber in Russland hat sie immer Konzerte gegeben, war auch viel auf Reisen und so. Also irgendwie, weiß ich nicht, ist das vielleicht wirklich in den Genen, keine Ahnung. Aber ich habe, glaube ich, auch Tanz oder Schauspiel auch primär klar, das sind, ich gehe gerne vor Leute und führe was auf oder sowas oder stehe vor Leuten, aber primär war es eigentlich sehr egoistisch. Also es hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht und das merke ich jetzt im Nachhinein. Ich komme ein bisschen ab vom Thema Comedy, aber um zum Tanz zurückzukommen, das habe ich irgendwie mit 12 mit 10 habe ich angefangen zu tanzen und mit 12 habe ich entschieden, ich werde Tänzerin. Habe das dann auch knallhart durchgezogen, habe das dann studiert und so. Und für mich war es aber eigentlich gar nicht, dass ich irgendwie nach draußen wollte und zeigen wollte, so was ich kann oder so, sondern einfach im Moment sein. Also wenn du in den Ballettsaal gehst oder so in den Trainingssaal,
du lässt automatisch alle Sorgen, alles draußen. Also so war das bei mir jedenfalls. Und das heißt, so die ganzen normalen, weltlichen Probleme, die hast du gar nicht mehr, sondern du bist wirklich im Moment, du konzentrierst dich auf deinen Körper, auf dich, auf die Übungen, die du machst, auf die Musik. Und die Zeit geht unheimlich schnell rum. Und du bist die ganze Zeit beschäftigt, auch mit dem Gehirn und mit dem Körper, verbindet halt alles. Ja, und mittlerweile also ich tanze nicht mehr so aktiv, aber ich merke im Nachhinein, dass das wirklich ein großes Geschenk war, dass ich das ja erfahren durfte, weil mittlerweile ist ja gerade total modern, irgendwie Yoga zu machen und zu meditieren und so zu sich selber zu finden und im Moment zu sein. Und ich merke im Nachhinein, dass ich das immer hatte beim Tanzen. Ich war immer im Moment. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Weil ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt beantwortet habe. Alles gut. Ich war alles sehr gut. Im Moment und habe mich von meiner eigenen Rede jetzt schweifen lassen. Alles gut, gar kein Problem. Aber ja. Das heißt, du hast jetzt, weil du nicht mehr tanzt, das Tanzen durch die Comedy ein bisschen ersetzt, weil du jetzt auch wieder dich ein bisschen in einer Kunstform fallen lassen kannst. Wow, interessante Frage. Philosophisch fast schon jetzt, ja. Also es ist, ich finde das total schwer zu vergleichen eigentlich. Nee, ich kann mich in der Comedy nicht auf gar keinen Fall fallen lassen. Ja. Aber vielleicht ist das das Geheimnis. Also vielleicht ist das Ziel, das dahin zu kommen, dass ich mich fallen lassen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du machst ja auch Stand-up-Comedy. Ja. Also ich merke, dass ich, es wird besser, aber gerade am Anfang war ich noch sehr davon abhängig, wie die Reaktionen sind. Also ich habe auch angefangen mit über Themen zu sprechen, wo ich dachte, nicht, was mich persönlich irgendwie sehr interessiert oder mir am Herzen liegt, sondern wo ich dachte, okay, was könntest du den Leuten erzählen, worüber die Leute lachen? Also sozusagen von außen gedacht. Und habe dann nach einer Zeit gemerkt, dass mich das aber nicht erfüllt. Selbst wenn ich merke, okay, da und da lachen die Leute, aber wenn es gar nichts Persönliches ist oder nichts ist, was irgendwie im Kern stimmt, dann hat das irgendwie keinen Wert, wenn ich das erzähle. Und dann macht mich das und erfüllt mich das nicht, das zu erzählen. Mhm. Und aber ich habe sozusagen immer von außen gedacht, so worüber lachen die Leute da? Ja, habe mich ein bisschen davon abhängig gemacht, von diesen Reaktionen. Ich weiß nicht, aber vielleicht neigt man auch dazu, ne? Weil man geht auf die Bühne und es geht ja um diese Lacher. Und wenn dann mal ein Lacher nicht kommt an der richtigen Stelle, dann bist du direkt verunsichert. Oder also ich bin dann direkt verunsichert. Es wird aber besser. Also je mehr man, glaube ich, über die Themen redet, die einen wirklich berühren, desto mehr ist der Inhalt wirklich wichtig und nicht unbedingt so sehr die Lacher und die kommen dann dazu. Ich glaube, das könnte der Weg sein. Ja, das ist aber auch wirklich eine schöne Ansicht und ich glaube, das ist auch das, was einen guten von einem schlechten Comedian unterscheidet, dass der gute Comedian das macht, was ihm am Herzen liegt und ihm wichtig ist, im Gegensatz zu dem, der nur das machen möchte, dass möglichst viele und schnelle Lacher gefallen kriegt. Möchte. Ne? Mhm. Ich frage also manchmal, um jetzt auf, sorry, wenn ich die Themen wechsle. Alles gut. Ja, vielleicht ist das auch so ein Frauending, ne? Das wird ja auch mal wieder diskutiert und ich glaube, da ist was dran, dass Frauen oder Mädchen oft so erzogen werden, dass sie gefallen müssen oder gefallen wollen und immer auf das Lob warten und immer lächeln und gefallen wollen und gar nicht so sehr ausbrechen. Und das ist vielleicht nicht immer und nicht überall, aber ich sag jetzt mal oft. So ist, dass das Jungen beigebracht wird, dass sie ruhig auch mal rebellisch sein dürfen und auch mal so ihr Ding machen dürfen. Und ich glaube, das ist wichtig zu lernen, als Frau auch, oder auch als Mann, aber also als Mensch, ist es wichtig zu lernen, nicht davon abhängig zu sein. Ja. Ja, obwohl es ja auch irgendwie menschlich ist, ne? Du musst ja, also brauchst ja irgendwie immer Menschen, die dir sagen, dass du Mensch bist, sonst kannst du gar nicht überleben, weil du dann nicht weißt, dass du Mensch bist. Das weißt du ja nur, weil es dir gespiegelt wird. Ich würde aber sagen, dass es unabhängig von Mann oder Frau Stand-up-Comedy so zu machen, wie es meiner Meinung nach gehört, auch wirklich eine Überwindung kostet, weil du dich einfach auch verletzlich zeigst und auch wirklich persönliche Sachen ansprichst. Du hast 100 völlig fremde Menschen vor dir sitzen und du offenbarst irgendeine 100 große Menschen? Was? Vor so vielen Leuten spielst du? So einmal im Jahr darf ich irgendwo spielen, wo 100 Leute da sind. Nee, aber das ist wirklich was glaube ich, die größte Überwindung kostet für Leute, die dann wirklich das dann angehen und das ernsthaft betreiben wollen. Aber wenn du es einmal gemacht hast, dann willst du es auch nie wieder anders machen. Also zumindest meine Erfahrung. Ja. Hast du das auch gemacht, dieses
Ja, definitiv. Also bei mir war es so, weil, also ich glaube, es hilft, wenn du schon mal auf der Bühne gestanden hast, egal in welchem Rahmen. Mhm. Ne? Aber andererseits ist es so anders. Also wenn ich als Schauspielerin auf der Bühne stehe, habe ich natürlich eine Rolle, einen vorgegebenen Text, eine Erarbeitung, die ich zusammen mit dem Regisseur oder der Regisseurin irgendwie gemacht habe. Das heißt, ich habe so viele Faktoren, hinter denen ich mich quasi auch verstecken kann. Oder wenn es nicht gut läuft, sagen, ja, es lag jetzt aber am Text oder es lag an der Regie oder irgendwas. Ja. Das hast du natürlich in der Comedy nicht. Du bist wirklich du. Mhm. Wenn, klar hast du irgendwie auch eine Bühnenpersönlichkeit oder Rolle, aber ja, trotzdem bist das in der Essenz du und das macht natürlich extrem angreifbar und es ist sehr gruselig, aber umso geiler ist es, wenn du wirklich zu einem großen Teil du sein kannst und da, ja, da sind wir aber wieder, also dass irgendwie du merkst, dass das andere Leute berührt oder zum Lachen, also ich finde immer, ich mache sehr gerne Comedy, voll gerne Comedy und ich bringe Leute sehr gerne zum Lachen, ich finde es aber manchmal so schwer, wenn ja, sich entscheiden zu müssen, also ich bringe Leute genauso gern zum Weinen. Ja. Ich finde es einfach total toll, Leute zu berühren, egal auf welche Art. Ich finde es aber schön, wie du sagst, dass du auch Leute zum Weinen bringen können willst, weil es gibt auch Comedians, die das können. Es gibt auch Comedians, die so eine oder anderthalb Stunden Soloprogramm haben, wo du sämtliche Emotionen einmal durchlebt hast. Aber das ist wirklich die absolute Königsdisziplin. Ja. Ich glaube, das ist so kurz bevor du aufhören musst, kommt das. Wenn die Leute um dich weinen, weil sie merken, du musst gleich aufhören. Ja, genau. Ja, aber genau, das sehe ich genauso. Also gerade in einem abendfüllenden Programm, was ich noch nicht habe, ist es extrem wichtig auch, also du brauchst ja immer diese Kurven hoch und runter. Du kannst nicht die ganze Zeit auf einem extrem krassen Lachniveau sein, weil das auch anstrengend ist einfach. Ne? Ja. Ist auch ein gutes Bauchmuskeltraining. Ja. Ja, du musst auch immer mal wieder ein bisschen runterkommen, um dann wieder was Lustiges bringen zu können. Das ist definitiv. Mhm. Ja. Ist das ist ein Soloprogramm was, an dem du auch arbeitest? Hast du da irgendwie ein kurzfristiges Ziel? Ein kurzfristiges Ziel? Ja, so nächste Woche. Ja, nächste Woche spiele ich in der Lanxess Arena. Genau. Es gibt noch Restkarten. Noch 20.000 Restkarten. Ja, also definitiv ist das Ziel, ein Soloprogramm zu haben. Aber also obwohl, gleichzeitig finde ich es total toll, in Mixshows zu spielen, also mit anderen Kolleginnen und Kollegen, weil ich es eigentlich sehr einsam finde, alleine durchs Land zu ziehen und immer dieses einsame Alleine sein. Obwohl ich sehr gerne auch alleine bin, sonst nicht, ich brauche immer meine Ruhe. Aber ja, wenn du wirklich ständig alleine unterwegs bist, ist es einfach sehr anstrengend und ich finde diesen Austausch toll mit Kollegen. Und ich, also die meisten, die ich bisher kennengelernt habe, 95%, mit denen verstehe ich mich einfach sehr gut. Ich meine, klar werden wir nicht alle Best Friends, so, aber ne, es macht einfach Spaß, diesen Austausch zu haben. Und ja, sowohl die guten Momente zu teilen, als auch, wenn es mal nicht so gut lief, mit jemandem reden zu können. Ne? Und das fehlt mir bei so einem Solo-Ding schon extrem. Ja. Also ehrlich gesagt fände ich es auch total spannend, irgendwas Duo-mäßiges zu machen oder in einer Gruppe oder so. Ich weiß noch nicht, wie es aussehen kann. Ich bin auch nicht so der, also ich würde jetzt auch nicht ein Inserat schreiben oder so, ich suche einen Partner oder einen Bühnenpartner und Bühnenpartnerin, sondern ich finde, das muss sich irgendwie organisch ergeben. Mhm. Hat es bisher noch nicht, aber wer weiß. Aber würdest du wirklich dann jemanden suchen, mit dem du zusammen auf der Bühne stehst oder mit dem du dir einen Abend teilst? Weil so ein geteiltes Solo, das ist ja auch was schnell mal zusammengestellt ist mit einem anderen Comedian, dass jeder eine Dreiviertelstunde spielt. Ja gut, das stimmt. Das ist ein Angebot. ja, nee, ich meine tatsächlich aber so eine Art Duo. Oder also es kann, ist dann die Frage, inwiefern kann das dann noch Stand-Up-Comedy sein? Ja. Oder ne, wie hat man dann irgendwie Szenen oder so? Oder ja, da gibt es ja auch alle möglichen Varianten. Ist ja auch komplett offen, wie es aussehen kann. Oder ob man Szenen zusammenspielt und dann jeder auch mal alleine auf der Bühne steht. Aber ja, oder so ein geteilter Solo-Abend wäre auch okay. Worum es mir eigentlich geht, ist also erstens eben dieses alleine durchs Land reisen und wo ich merke, auch deswegen ist ein Solo cool, weil dann lohnt es sich wenigstens, wenn ich jetzt irgendwie 7-8 Stunden irgendwo hinreise und dann anderthalb Stunden auf der Bühne stehe, ist es cooler, als wenn ich für 10 Minuten 8 Stunden irgendwo hinfahre, was ich viel oft gemacht habe letztes Jahr und was auch dazugehört am Anfang. Ja, definitiv. Und ich bereue es nicht, aber es war einfach sehr anstrengend und ich habe Ende des letzten Jahres gemerkt, so will ich nicht weitermachen. Ja, die Erfahrung war bei mir relativ ähnlich. Ja. Also auch, ich bin auch total viel rumgefahren und irgendwann dachte ich mir so, ja, jetzt für jeden Newcomer-Spot irgendwo wieder 3-4 Stunden zu fahren, mache ich jetzt auch nicht mehr. Mhm. Was dazu führt, dass ich jetzt seit 4 Monaten in München sitze und drauf warte.
Nee, aber das will ich auch wieder ändern zum Ende des Jahres. Aber wir haben das Solo schon angesprochen. Das ist ein Thema, das mich gerade sehr betrifft, worüber ich mit dir sprechen wollte, nämlich das Wirtshaus. Ah ja. Das ist ja der Grund, warum ich gerade in Köln bin. Ich habe gestern Abend dort 40 Minuten gespielt, werde es heute Abend wieder tun. Und kurz zur Erklärung für alle, die das Wirtshaus nicht kennen. Das ist eigentlich die Bar vom Ateliertheater hier in Köln, genau. Mit einer kleinen Bühne in der Ecke, die viermal die Woche die Möglichkeit bieten für so junge Comedians wie uns oder auch Erfahrenere, die neue Sachen testen wollen, eben am Abend um 21 Uhr 40 Minuten Programm spielen zu können als die einzigen an dem Abend, also wie ein Soloprogramm. Und ich habe das gestern Abend gespielt und du hast es, glaube ich, dieses Jahr jeden Monat irgendwie mindestens mal gemacht, oder? Echt? Ich glaube, ich habe vorher deine Termine angeschaut und ich glaube, Januar, Februar und März mindestens jeweils einen gemacht. Januar und Februar zumindest. Also okay. März kann ich mich nicht erinnern. Okay, ja gut. Aber ja, also auf jeden Fall, genau, habe ich das dieses Jahr auch schon ein paar Mal gemacht und insgesamt bin ich da, glaube ich, auch schon so 10, 11 Mal aufgetreten. Mhm. Ich finde das immer eine super Möglichkeit. Und darauf, ach genau, jetzt weiß ich wieder. Das ist, du hattest vorhin eine Frage gestellt. Ich weiß nicht mehr, welche Frage das war, aber da wollte ich darauf eigentlich zu sprechen kommen, auf das Wirtshaus, weil ich da tatsächlich für mich, ich habe damals sehr früh das schon gemacht, mein 19. Auftritt war da, also eigentlich viel zu früh natürlich. 40 Minuten gespielt. Ja, und das war natürlich, ich meine, ich rede ja immer viel und komme von Hölzchen auf Stöckchen, wie du merkst, das ist nicht immer so witzig, aber irgendwie habe ich da gemerkt, aber die Leute bleiben trotzdem dran, also keiner ist bleiben in der Pause, trotzdem da. Bleiben da, vielleicht hatten sie nur Angst, ich weiß es nicht, aber ist keiner in der Pause gegangen und die, also es hat jetzt nicht jeder Gag gesessen, es gab auch nicht so viele Gags beim 19. Auftritt. Also, ja. Aber das war für mich so eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich will wirklich Stand-Up-Comedy ernsthaft weitermachen. Mhm. Weil bis dahin, so die ersten paar Auftritte, habe ich gedacht, ja, das mache ich zusätzlich zur Schauspielerei, um mich persönlich auch weiterzuentwickeln, um diese, sozusagen, diese Furcht vor, ich muss jetzt witzig sein auf der Bühne und ich bin irgendwie so angreifbar und ich bin ich, um das zu bekämpfen. Und bei diesem Auftritt im Wirtshaus habe ich zum ersten Mal gedacht, geil, ich kann einen ganzen Abend alleine gestalten und die Leute pennen mir nicht weg, die gehen nicht, die bleiben, also irgendwas scheint da doch zu sein, so, ne? Und ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage war, aber also ich finde immer das Wirtshaus richtig, richtig cool, weil das einfach, ja, auch jungen Leuten, die noch nicht so viel Erfahrung haben, die Möglichkeit gibt, wirklich also es ist noch nicht so lang, also es ist ja kein abendfüllendes Programm in dem Sinne, sondern 40 Minuten ist quasi ein halbes Solo. Ja. Und du bist halt dafür verantwortlich, auch die Leute sozusagen ein Warm-up zu machen, also die Leute zu begrüßen, sie ja aufzuwärmen, auch das sensibilisiert dich ja auch dafür, wirklich auch auf die Stimmung im Publikum zu reagieren oder so, ne? Ja. Und ja, wirklich den Abend komplett alleine zu gestalten. Das war für mich eine super Erfahrung. Wie war es denn für dich gestern? Ja, deswegen frage ich so scheinheilig. Na, es war ein echt schöner Abend und es war auch wirklich, die Leute waren danach irgendwie voller Lob und man hat mir sogar geschrieben, das erste Mal überhaupt, dass mir danach jemand geschrieben hat, dass ihm der Auftritt gefallen hat. Allerdings war es halt auch sehr unruhig und es ist halt auch einfach auch von der Location her zwar schon alles schön und gut, aber irgendwie dann kommen die Leute hinten rein und sowas. Und das ist was ich gemerkt habe, dass ich das noch nicht kann. Dass ich damit ein bisschen überfordere. Hattest du schon Auftritte, wo es im Wirtshaus, die irgendwie so, wo dann einfach keine Stimmung oder kein Gemeinschaftsgefühl aufkommen konnte, weil die hintere Hälfte irgendwie unruhig war? Das war nämlich gestern einfach meine Erfahrung. Ja, also ich habe im Februar das letzte Mal da gespielt, zwei Abende hintereinander. Und der erste Abend war, da habe ich eben auch sozusagen altes Material gespielt und also ungefähr halb und die Hälfte neues Material, um das auch auszuprobieren, habe das versucht so ein bisschen ja zu mischen. Und der erste Abend war, also naja, es geht, ich kam an, so 10 vor 9 und um 9 fing es an und da waren 5 Leute und ich dachte so, oh Gott, scheiße. Ja. Nachher muss es noch ab, weil vor 5 Leuten ist es immer schwierig, das ist, da kommt einfach keine Stimmung auf. Und naja, da war ich schon so ein bisschen down, dann bin ich kurz auf Toilette gegangen, komme raus, plötzlich sind da irgendwie 20 Leute, dann bin ich nochmal kurz irgendwo hin und um Punkt 9 war es total voll und die Leute waren so gut drauf, ich musste gar nichts machen, also ich konnte mich da einfach reinlegen, das war super. Der nächste Abend, ähnliches Spiel, die sind in letzter Sekunde erschienen, da waren sie aber auch so, wie du beschrieben hast, sehr unruhig, es kamen zwar keine Leute nach oder so, ich glaube, aber es sind sogar eine oder zwei sind, glaube ich, gegangen. Das ist mir auch noch nie passiert.
Nee, aber also bei mir sind auch welche unruhig. Gegangen, die haben es aber vorher schon angekündigt. Ah, okay. Die hatten irgendwie was, ich habe sie gefragt, ob sie nicht doch bleiben wollen, weil sie eigentlich irgendwie nur schnell was trinken wollten. Das ist ja auch der nächste Punkt, dass die viele Leute einfach nicht wissen, dass da eine Show stattfindet. Ach so, echt? Glaube ich, also wenn sie dann drin sitzen, dann schon. Ja. Aber mein Eindruck war das so, und vor allem war halt eben unten im Ateliertheater dann Pause. Und das heißt, ich musste eine halbe Stunde Pause zwischen meinen 2x20 Minuten machen. Ah, okay. Gestern, und das hat so dermaßen den Schwung aus der Veranstaltung genommen. Oh, ja, das glaube ich. Eine halbe Stunde. Ja, aber dann war das vielleicht einfach ein Kommunikationsproblem. Naja, es war einfach, die haben unten später angefangen und irgendwie, es war nur eine Impro-Show, glaube ich, und da kannst du ja nie genau sagen, wie lange die Hälften werden. Deswegen habe ich dann Pause gemacht, irgendwie um 20 nach 9 und dann hieß es, ja, da unten ist noch nicht Pause, und dann war um 20 vor, ging dann unten erst die Pause los, und dann habe ich 15:45 angefangen, obwohl noch Leute von unten da waren und sowas. Okay. Aber es ist eine spannende Erfahrung. Und wie du sagst, es ist einfach, du bist dein eigener Moderator und Opener und Newcomer und Headliner in einem. Genau. Aber ist es nicht trotzdem, drehen wir mal die Interviewsituation. Aber ist es nicht, also auch wenn du sagst, es war gestern unruhig und vielleicht dann dadurch nicht so cool oder hat sich doof angefühlt zum Teil. Das finde ich das Tolle, und das habe ich zumindest gelernt und wollte fragen, ob es dir auch so geht. Das ist fürs Leben einfach so geil zu lernen, was du in der Stand-Up-Comedy hast, dass du gehst raus und manchmal funktionieren die Sachen. Und wenn dann mal was nicht funktioniert und du bist am Boden zerstört und du willst einfach nur heulen, du heulst. Und am nächsten Morgen wachst du auf und die Welt dreht sich weiter. Mhm. So, und das ist ein geiles Gefühl, oder? Weil du merkst, eigentlich kann dir nichts passieren. Ja. So, das Leben geht weiter. Das ist ein geiles Gefühl. Du kannst es einfach jeden ausprobieren. Fall. Ja. Das ist auch was ganz allgemein, nicht nur irgendwie auf Rückschläge bezogen, sondern wenn du Stand-Up-Comedy machst, das kann dir so viel helfen in deinem privaten Leben. Also so, ich habe es gemerkt, ich hatte jetzt im Januar hatte ich keinen Job und habe einige Bewerbungsgespräche gemacht und es war überhaupt kein Problem. Ja. Ich war schon ein bisschen angespannt vorher, aber nicht anders angespannt wie vor einem Auftritt. Mhm. So öffentliches Sprechen, in welcher Form auch immer, ist so überhaupt kein Problem mehr. Und vor 3 Jahren wäre das die Hölle auf Erden gewesen. Ja, das hilft auch, ne? Auch beim Bewerbungsgespräch, glaube ich, wenn du einfach so manchmal, also es muss ja, das finde ich halt immer eigentlich auch so, das finde ich im Stand-Up selber schwierig, weil ich manchmal das Gefühl habe, also klar, du brauchst ja eine Gagdichte, du musst ja ganz viele Lacher irgendwie erzeugen, dafür sind ja die Leute da, aber genau das ist manchmal, habe ich das Gefühl, das Problem, dass die Leute bezahlen Geld und die wollen, okay, jetzt jede halbe Minute will ich jetzt einmal lachen. So. Und die Erwartungshaltung ist groß und dadurch ist es natürlich schwer, die zu erfüllen, als wenn du zum Beispiel eine, was weiß ich, wenn du moderierst sozusagen, dann hast du nicht diesen Druck, ich muss jetzt alle 20 Sekunden einen Gag produzieren, sondern du moderierst einfach, und wenn ein Gag kommt, sind die Leute überrascht, weil sie das von dir gar nicht erwarten oder wollen oder so. Und dann umso leichter können sie lachen, weil da nicht der Druck drauf ist. Weil immer, wenn Druck drauf ist, ist es schwieriger zu lachen. Ne? Und Lachen entspannt ja auch. Und das finde ich eben im Alltag oder auch in Bewerbungsgesprächen super spannend. Ja, dass wenn du dann irgendwas einfach schnell Konter geben kannst, ne, dann lockert das die Situation total. Und verbindet irgendwie und macht sympathisch. Mhm. Sympathisch. Ja. Nee, es ist auch einfach ein Selbstbewusstsein-Boost, dass du einfach weißt, dass du jetzt irgendwie mit jeder Situation einigermaßen umgehen kannst, die sich dir bietet. Mhm. Wie ist das bei dir, auch nicht nur im Wirtshaus, aber allgemein mit Crowdwork, mit den Leuten sprechen und denen was Lustiges abgewinnen im Set drin? Also ich habe immer mehr Spaß daran. Ich hatte am Anfang riesen Schiss davor. Meine ersten Auftritte, klar, waren auch sehr, also Text auswendig, im Grunde wie Schauspiel. Text auswendig gelernt und wiedergegeben. Und wenn da irgendein Störfaktor kam, dann habe ich einfach so getan, als wäre der nicht da. Ja. Was nicht die beste Art ist, weiß ich mittlerweile. Das ist ja immer toll, auf Dinge einzugehen. Mhm. Und mittlerweile, also ich bin da jetzt noch kein Meister drin, aber ich liebe Crowdwork und ich liebe es auch, die Menschen zu sehen. Da gibt es ja auch, glaube ich, die zwei Lager. Die einen sagen, ich will mein Publikum auf gar keinen Fall sehen. Ne? Und ich bin das andere Lager. Ich liebe es, mein Publikum zu sehen. Und je mehr, desto besser. Also am liebsten hätte ich gar keinen Scheinwerfer, sondern würde einfach nur mit denen am Tisch sitzen. Das geht natürlich nicht, aber ich versuche immer darauf zu achten. Es darf natürlich nicht zu hell sein, weil die Leute sich dann unwohl fühlen, und je dunkler, desto wohler fühlen die sich und freier zu lachen. Und da ist auch immer so ein bisschen der Zwiespalt. Ich will es möglichst hell, aber dunkel genug für die haben, weil du einfach super viel in den Gesichtern sehen kannst, auch wenn sie gerade nicht extrem laut lachen, aus welchen Gründen auch immer. Siehst du, kommt die Information an, kommt der Witz an, finden sie es jetzt gut oder nicht, und kannst auch drauf eingehen, kannst, auch wenn du Fragen stellst, viel mehr rauslesen. Ja. Das ist halt Kommunikation, ja. Und
Ja, zum Thema Crowdwork. Ich finde es, ich habe jetzt angefangen, so Impro-Comedy zu machen, also in einer Improvisationsgruppe. Und habe jetzt wieder im Wirtshaus das letzte Mal auch so ein Impro-Spiel zum Beispiel einfach gemacht. Einfach mal ausprobiert für mich. Und das hat echt gut funktioniert. Ich habe es leider beide Male nicht aufgenommen, weil einmal war der Speicherplatz voll und einmal habe ich vergessen, die Kamera anzuschalten. Das hat mich so geärgert. Aber also vom Gefühl her war es sehr cool und das Feedback war auch gut. Also da kann man auf jeden Fall noch optimieren, aber da habe ich auch Leute mit einbezogen, ganz aktiv. Und sowas kommt, glaube ich, immer gut an. Aber was oft nicht funktioniert, ist, wenn du also kommt auf die Stimmung an. Manchmal kannst du eine Frage in die Runde stellen und irgendwer antwortet schon. Ja. Manchmal ist es aber auch so, dass keiner antwortet. Ja. So. Und dann ist es hilfreich, habe ich festgestellt, wenn du wirklich jemanden rauspiekst, sollte natürlich nicht derjenige sein, der gerade irgendwie mit Armen verschränkt und gar keinen Bock hat, wobei auch das funktioniert manchmal, aber also schon jemand, der irgendwie offen aussieht und irgendwie ein bisschen Bock drauf hat, einfach aktiv eine Person rauspieken und die ansprechen und die antworten. Und es funktioniert. Und irgendwie entsteht dadurch ein Gespräch und das ist immer schön, weil dadurch entsteht ja so eine Einzigartigkeit, weil jeder kann einen Text auswendig lernen und den auf der Bühne präsentieren. Aber was wirklich ja spannend ist, auch für mich, wenn ich ein Jahr lang jeden Tag den gleichen Text runterleiere, ist es auch für mich nicht interessant. Aber wenn immer wieder andere Leute im Publikum sitzen, die immer wieder anders auf Dinge reagieren und mir andere Antworten geben, finde ich, inspiriert mich das auch total und macht den Abend ja auch für mich als Künstler einzigartig und dadurch interessant erst, finde ich. Ja. Also. Nee, das ist wirklich so. Und ich finde auch, das sind dann auch immer die größten Lacher an dem Abend. Genau. Weil die Leute dann, wenn auch unbewusst oder unterbewusst, merken, dass das jetzt nichts ist, was du lange vorher geschrieben hast, sondern das war jetzt einfach spontan. Ich habe mir gestern die Aufgabe gesetzt, vorher die Leute zu animieren, mir Fragen zu stellen. Oh, super, ja. Haben sie leider nicht gemacht. Also wirklich so, irgendjemand, du, vielleicht, irgendwas. Das war halt das Problem, ich habe es nach dieser viel zu langen Pause als erstes gemacht. Nee, ich hab einen Tipp für dich, falls du es heute Abend wieder machst. Ich habe das mal im Wirtshaus, wir kommen heute immer wieder aufs Wirtshaus. Ist ja gut, wir machen sehr viel Werbung fürs Wirtshaus. Ja, kommt vorbei. Musst du in die Shownotes tun oder so. Genau. Genau, und zwar habe ich das mal gemacht, weil mich das auch persönlich interessiert hat und als Künstlerin zu erfahren, wie sehen denn die Leute mich eigentlich, was ist der erste Eindruck, wenn sie mich noch nicht kennen. Und dann habe ich für die Pause, hatte ich Zettel dabei und Stifte und habe dann gesagt, hier, nehmt euch die mal hier vorne, weil wenn du Leute ansprichst und die sollen was Persönliches zu dir sagen, ist ja auch oft so eine Hemmschwelle da. Und deswegen habe ich mir gedacht, um wirklich ehrliche Meinungen zu bekommen, lege ich diese Zettel und Stifte aus und das ist anonym. Und da haben wirklich bestimmt 10, 15 Leute mitgemacht. Okay. Und aber es war trotzdem ein bisschen enttäuschend, da stand dann so drauf, lieb, süß, sympathisch, Redetempo à la Gilmore Girls. Und einer wollte lustig sein, hat drauf geschrieben, Russenschlampe. Wow, ja geil. Oh Gott, ich glaube, das waren die Jungs, die bei mir in der letzten Reihe saßen gestern. Echt? Ja, nee, das war auch, ja. Weil du vorher gesagt hast, es geht ja um, nicht Heckler, aber die wollten halt irgendwie, die hatten halt so das Gefühl, es ist jetzt gerade so eine lustige Grundstimmung. Mm. Warum sollen wir dann nicht auch lustig sein? Und oh Gott, da war ich dann echt. Und ich habe, das war das, worüber ich mich am meisten ärgere gestern Abend, dass ich dadurch so frustriert war und mir diese Frustration habe anmerken lassen. Okay. Nach einer Zeit hast du ja so deine Standardsachen, die du zu unruhigen Leuten sagst. Und irgendwann ist ihnen klar, okay, ich störe gerade, ich lass dich machen. Aber davon haben die sich nicht beeindrucken lassen irgendwie. Ja. Und irgendwann willst du auch nicht mehr denen diesen Raum bieten. Und dann habe ich es halt ignoriert, wenn von hinten wieder was kam. Und das ist halt auch, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, es ist auch wichtig bei sowas, du musst wissen, wann du darauf eingehen musst und wann du es ignorieren kannst. Und das ist auch, glaube ich, noch was ich noch sehr lernen muss. Ja, ich finde es auch oft schwer einzuschätzen tatsächlich, wenn wenn wirklich jemand, also wenn es dich auf der Bühne stört, ist die Frage, wie sehr stört es die anderen? Im Publikum, also das abschätzen zu können, das hängt ja auch immer so sehr vom Raum ab, von wer kennt hier wen und was ist das für eine Gruppendynamik auch, ne? Weil oft stören dich auf der Bühne, merkst du Sachen, die vielleicht die Zuschauer gar nicht gemerkt haben, außer die zwei, die da drumherum sitzen. Ja. Und dann ist es vielleicht, dann gibst du dem zu viel Aufmerksamkeit, wenn du darauf eingehst. Und manchmal ist es aber so, es stört vielleicht die anderen wirklich. Ne? Das ist immer sehr schwer. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich darauf eingehst und die Leute das, also eigentlich ist es gut, darauf einzugehen, weil die Leute dann also denen zu erklären, was gerade passiert ist, zum Beispiel, wenn das jetzt nicht jeder sehen kann, so der rennt irgendwie die ganze Zeit seiner Cola hinterher, die durch den halben Raum fliegt, die Flasche oder sowas. Ja. Und dann musst du das kurz erklären und dann wissen die Leute Bescheid, was gerade los ist, wissen, warum du gestört bist und kommen irgendwie mit. Also es ist immer wichtig, die Leute abzuholen sozusagen. Ja, und dann sind die Leute eigentlich meistens, glaube ich, auf deiner Seite, auf der Bühne, wenn man sich ja irgendwie auch so reinversetzen kann.
Ja, wie gesagt, man muss es abschätzen, was wirklich stört. Manchmal, und was nicht. Also was ich auch einmal, ja, also was manchmal auch funktioniert, ist, wenn du die Leute, wenn du denen anbietest, halt auf die Bühne zu kommen, ne? Wenn die so sehr, wie du beschrieben hast, diese Jungs, die danach, witzige Grundstimmung, ich mache jetzt hier auch mal was Witziges, aber oft ist es ja dann trotzdem die Hemmschwelle, da auf die Bühne zu gehen, wenn du sagst, ja, hey, hier, du, komm, erzähl du jetzt mal einen Witz oder. Ich kann ja nicht ums Witze erzählen beim Stand-Up-Comedy, ich weiß, aber ne, wenn du das anbietest. Aber da bin ich auch schon mal auf die Schnauze gefallen. Ich hatte mal letzte Story zum Wirtshaus, okay? Nee, wir können auch gerne, diese Show ist gesponsert. Ich bin noch nie irgendwo anders aufgedreht. ich hatte im Wirtshaus letztes Jahr mal eine Gruppe Mädels sitzen, Junggesellenabschied. Ach Gott. Ja, ich dachte auch erst, oh Gott, aber die waren super cool, die haben so ein bisschen getrunken, aber nicht so extrem viel, dass die irgendwie störend waren, sondern die waren so richtig cool und sympathisch. Und irgendwie so 9 oder 10 Mädels und dann noch so ein paar andere Gäste. Und es waren aber, es waren noch ein paar Plätze frei. Und das Wirtshaus ist ja so, dass du stehst auf dieser kleinen Bühne und siehst nach draußen sozusagen. Und wenn die Tür aufgeht, jemand reinkommt, siehst du das. Und das heißt, die Leute, die draußen vorbeilaufen, sehen dich da auf der Bühne stehen. Und dann ist so eine Gruppe Jungs vorbeigelaufen und ich war einfach so frei, hab denen so gewunken und hab die reingewunken, eigentlich aus Spaß. Hat es aber funktioniert. Dann ist nochmal so eine Gruppe von 10, 12 Jungs reingekommen und die waren dann extrem laut. Dann habe ich versucht, dann kam ich mir vor wie so eine Lehrerin in der Schule, die so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und da ist noch ein Platz und da. Das hat natürlich super viel Zeit in Anspruch genommen, aber hat irgendwie gepasst alles. Und in der Pause habe ich dann erfahren, ach so, genau. Und dann war es nämlich so, dass die auch einige recht laut waren und so vorlaut und vorwitzig. Und dann habe ich auch einem gesagt, ja, hey, dann erzähl doch mal hier, hast du einen Witz, dann erzähl mal jetzt auf der Bühne. Und dann kam der wirklich auf die Bühne. Ich so, ach so, scheiße. Ja. Ja, okay, nein, warte, wir machen das jetzt so. Ich mache in meinem Programm weiter und in der Pause überlegst du dir einen richtig guten Witz und darfst den nach der Pause erzählen. Und dann hatten wir den Deal, das war zum Glück ganz cool. Und in der Pause habe ich dann erfahren, das war auch ein Junggesellenabschied. Oh. Hatte ich zwei Junggesellenabschiede da drin, ja. Und ich glaube sogar, sie hieß, darf ich ihren Namen nennen? Ja, ist ja, sie hieß, glaube ich, Christine oder Christiane und er Christian. Also so mega witzig. Und dann sind aber die Jungs in der Pause gegangen. Und ich habe aber mit denen in der Pause noch ein bisschen gequatscht. Und einer, der echt so extrem laut über jeden Witz so krass gelacht hat, dass ich echt dachte, boah, cool. Mhm. Mit dem habe ich geredet und dann habe ich festgestellt, der versteht gar kein Deutsch. Das war echt scheiße. Ja. Und es war irgendwie ein Franzose oder so. Und naja, diese Jungs sind halt in der Pause gegangen, weil die hatten eigentlich andere Pläne beim Junggesellenabschied. Und dieser Franzose kam aber nochmal reingejoggt in die Show, hat quasi im zweiten Teil nochmal gestört und hat mir seine Nummer gegeben. Die habe ich aber dann versteigert unter den Frauen. Das war ganz gut. Für einen guten Zweck, genau. Ja, warum erzähle ich das? Einfach, weil ich glaube, manchmal ist es cool, den dann wirklich anzubieten. Also es funktioniert ja auch nicht immer, ne? Aber es ist immer nach... Ja, vielleicht ist es auch kein guter Tipp, ich weiß nicht. Aber so wie ich die Jungs gestern einschätze, wären die einfach auf die Bühne gekommen. Ja, okay. Nee, dann nicht anbieten. Genau. Immer das, was sie eigentlich nicht wollen. Ja, ja gut. Wir kommen langsam schon zum Ende. Ach, leider. Scheiße, okay. Aber wie ist es denn bei dir? Du bist aktuell, glaube ich, sehr viel auf Mixed-Shows unterwegs. Wie ist denn das bei dir mit Schauspielerei und Comedy? Ist das zu gleichen Teilen oder was ist mehr, was ist weniger? Puh, also Wunschdenken versus Realität. ich habe mir gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf die Comedy. Allerdings ist es so, dass ich in den letzten Monaten auch wirklich viele so Schauspielsachen gemacht habe, aber viel so interne, so Imagefilme oder meine Werbung oder sowas. Und das ist ganz gut fürs Geld, aber künstlerisch jetzt nicht so anspruchsvoll. Ja, und habe aber gesagt, ich konzentriere mich wirklich auf die Comedy, weil ich das selber in der Hand habe, weil Schauspiel ist viel, du bewirbst dich zwar, aber du sitzt zu Hause, drehst Däumchen, bis das Telefon klingelt. Ja. Das ist nicht mein Ding. Also ich muss auf jeden Fall mal aktiv was machen und ich bin gerade auch comedymäßig in der Findungsphase, so wofür will ich stehen und wofür kann ich stehen, weil ich noch so momentan noch nicht ganz greifbar bin auf der Bühne. Liegt aber auch daran, dass, also irgendwie wollte ich das auch am Anfang noch nicht sein, sondern so ausprobieren, in welche Richtung könnte ich gehen. Und jetzt so langsam kommt der Punkt, wo ich merke, ich will auch für was stehen und ich will natürlich auch greifbar sein. Auch, ich meine, anders kannst du ja auch gar nicht vermarktet werden. So. Das hat natürlich auch einen Hintergrund. Und also konzentriere ich mich jetzt wirklich auf die Comedy-Geschichte und habe aber jetzt erstmal nicht momentan, mache ich das ganz entspannt mit den Auftritten und bin eher so am Schreiben und am Überlegen, was wird es jetzt sein, ja. So, bevor ich jetzt wieder ganz krass rausgehe und ja.
Ja, und damit schöne Überleitung in die traditionelle letzte Frage. Nur eine ganz kleine Frage. Mhm. Wo soll es hingehen langfristig? Also du hast vorher von der Lanxess Arena gesprochen. Genau. Punkt. Punkt, okay. Ja, also nee, aber tatsächlich, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist Moderation. Weil ich, genau, darf ich das noch sagen? Ja. Also langfristig, ich bin vielseitig interessiert. Ich mache zum Beispiel auch sehr gerne so extreme Sportarten oder so extreme Sachen, also irgendwie wie Fallschirmspringen oder also eigentlich alles, was Jochen Schweizer so im Angebot hat. Und ich stürze mich einfach gerne in neue Sachen, lerne gerne neue Sachen und ich würde super gerne irgendwie versteckte Kamera machen auch und ja, moderieren von irgendwelchen extremen Formaten oder so. Also falls jemand zuhört, der mich hat. Genau. Ja. Also so dein eigenes Format. Mein eigenes Format, ja. Und also ja, und aber schon also unterhaltsam, also komödiantisch oder comedy-mäßig. Ja. Aber ja, vielleicht auch tatsächlich in Richtung Moderation, weil ich glaube, das liegt mir auch. Ja. Und da ist mehr Geld drin als in der Comedy. Ist das so? Ich glaube schon. Ja, dann haben wir das ja entschieden. Super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Wünsche dir viel Erfolg bei deinen Extremsportarten. Dankeschön. Und sämtlichen Wirtshausauftritten in Zukunft. Und ja, vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die halbe Stunde ist wirklich sehr schnell rumgegangen. Mhm. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg bei dem Podcast weiterhin. Dankeschön. Und bei dem heutigen Wirtshausauftritt und überhaupt. Wir sehen uns dann auf den Comedy-Bühnen dieser Welt wieder. Dieser Welt wieder. So machen wir es. Super. Ihr findet Alexandra Schiller auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Und das Wirtshaus übrigens mit TZ befindet sich in der Rohnstraße in der Kölner Südstadt. Dort ist von Mittwoch bis Samstag jeden Abend 40 Minuten Comedy von einem Newcomer, entweder aus Köln oder auch aus ganz Deutschland. Wenn wir schon so viel drüber gesprochen haben, kann man jetzt auch Werbung machen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. In 2 Wochen sind wir wieder zurück. Bis dahin, schöne Zeit und seid lieb zueinander.